In der Sportstadt St. Gallen bewegt der Sport in seiner ganzen Vielfalt alle Bevölkerungsschichten. Und darum würden wir uns auch gerne von den National Summer Games bewegen lassen. Ich bin überzeugt, dass die Begeisterung der Sportlerinnen und Sportler uns anstecken würde. Ich finde die Summer Games ein toller und unterstützungswürdiger Event. Und ich bin davon überzeugt, dass St. Gallen der ideale Austragungsort ist, gerade auch mit der Infrastruktur der Olma-Messe oder dem Athletikzentrum. Ja, die St. Galler Kantonsregierung fördert sportliche Grossanlässe in der Ostschweiz, in St. Gallen. Darum würden wir uns natürlich außerordentlich freuen, wenn 2022 die National Summer Games in St. Gallen würden stattfinden. Wir würden uns sehr freuen, wenn die Summer Games auf St. Gallen kommen würden, damit wir auch anderen Vereinen können Beispiel geben, wie man Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung integrieren kann. Wir von St. Dubmar Basketball, wir haben ein Special Team seit eineinhalb Jahren. Und unser Verein würde sicher extrem davon profitieren, wenn der grosse Event St. Gallen stattfinden würde. St. Gallen kann das. Als offizieller Botschafter der Special Olympics hoffe ich natürlich sehr, dass die Summer Games 2022 hier auf St. Gallen kommen. Als Sozial- und Kulturminister bin ich sozusagen die Stimme der Vielfalt im Kanton St. Gallen. Es ist mir ein grosses Anliegen, dass wir im sozialen, im kulturellen Bereich die Vielfalt als Bereicherung anschauen für unsere Gesellschaft. Und je besser der Umgang mit Minderheiten, desto höher ist die Auszeichnung für einen Staat. Wir von der Fachhochschule St. Gallen unterstützen die Kandidatur für die National Summer Games. Sie würden praktisch das umsetzen, was uns wichtig ist im Rahmen des Studiums für unsere Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, nämlich Teilhabe und Integration im gesellschaftlichen Kontext zu ermöglichen. Ich bin überzeugt, dass die rund 2000 Athletinnen und Athleten zusammen mit dem Helferteam eine grosse Bereicherung wären und sehen werden für unsere Ostschweiz. Wir freuen uns. Als Stadtpräsident von St. Gallen freue ich mich, wenn unsere Stadt Gastgeberin sein könnte für Summer Games 2022. Wir haben einiges zu bieten. Wir haben eine tolle Infrastruktur. Wir haben Organisationskomitees, die wissen, wie man so Anlässe organisiert. Und wir haben eine Lebensqualität, wo man etwas erleben kann, wo die Sportlerinnen und Sportler sich wohlfühlen können. Wir als St. Galler Sportlerin freuen uns extrem, wenn so ein cooler, grosser Anlass bei uns stattfindet. Und natürlich freue ich mich sehr auf die tollen, interessanten Begegnungen mit Leuten aus verschiedenen Disziplinen. Als FC St. Gallen fördert mir natürlich den Profi-Spitzenfußball, aber wir spüren auch eine grosse gesellschaftliche Verantwortung. Und wenn wir die wahrnehmen mit etwas, das eben auch voll mit Sport zu tun hat, dann unterstützen wir das noch so gern. Darum würde es uns freuen, wenn die Special Olympics Summer Games 2022 St. Gallen stattfinden würde, mit dem Kibum Park als Schauplatz der Eröffnungsfeier.